Hallo und mein Husten ist anstecken. Okay, okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator mit Katze. Alois haben wir heute zu Hause gelassen, ja, weil hier schon wieder ein Phantombaumstamm ist. Wir haben nämlich erfahren, dass Balui diese ganzen Baumstämme, die als Phantombaumstämme durch die Gegend ziehen, in Wirklichkeit dahingestellt hat als Server-Admin, um uns zu trollen. Und da haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Balui muss weg und stattdessen haben wir jetzt Early als Mitspieler dabei. Hi, Early. Kann nur besser werden. Ja. Ich habe gestern mit Early Boy Fortnite gestreamt, also jetzt für die Aufnahme, das ist leider nicht gestern. Ich weiß, ich habe es gesehen. War gut. Die Leute haben mir das erzählt im Teamspeak. Also Nish und so haben gesagt, ey, Balui streamt gerade Fortnite mit Early. Weißt du, was meine erste Antwort war? Bin traurig für Balui. Tut mir leid für Balui. Ich denke, das ist gerechtfertigt. Man hat Miri einen Ast vergessen abzusägen. Das ist eine Feder. Als wenn Nein, das sind Pinsel. Das ist Kunst. Das verstehst du noch nicht. Guck mal, wir bringen beide Baumstämme weg. Ist das nicht cool? Baumies! Du hast den Mini-Baumstamm in deinem blöden Auto. So, bring ihn jetzt weg. Oh, viel Spaß damit. Ich habe übrigens ein Thema für heute. Wie gestern auch? Mit Reis oder was? Ich überlege gerade, ob ich dafür einen Kuh über... Kleiner Tipp, es gibt auch noch andere Bauhäuser, also muss nicht nur mit Obi anfangen. Gibt auch Thum oder Hofmann, Hausmann? Kommst du irgendwie von Ikea? Genau. Also, ich war neulich beim Metzger und da... Miri und ich waren aber zufällig wirklich gestern bei Ikea. Und Lüge. Gestern würde ja nicht mehr passen, aber vorgestern, ja. Vor drei Tagen. Und vorgestern, vor drei Tagen. Und die Grunddefinition von vorgestern ist vor drei Tagen, Leute. Es war des Todes voll. Also so richtig randvoll, dass man eigentlich... Lauter Leute sind einfach mitten auf dem Weg stehen geblieben, haben sonst was gemacht. Verkehrshindernis. Eine mit der Krücke ist einfach mal stehen geblieben. Und, wie, der ist nicht die ganze Zeit durchgesprintet? Faules Stück Scheiße. Das war echt interessant, so mit einer Krücke, eine Hand an der Krücke, andere Hand am Einkaufswagen und dann da durch. Das war äußerst interessant. So ein Opa, der sich bestimmt verlaufen hat, der wusste auch nicht, was er da machen soll. Ja gut, das waren die Spiegel halt, die du gesehen hast. Der ist immer so ständig überstehen geblieben, mitten am Gang. Ja, und wie gesagt, ja so das Blauli. Du wurdest mehr durchgedrückt, als dass du... Das ist aber Ikea. Ja, wie auf dem Weihnachtsmarkt, genau. Samstags nach Ikea ist also eine dumme Idee. Genau das ist nämlich die Überblendung, denn... Überblendung. Jetzt kommt irgendwas von wegen Samstag Soßenbinder. Ist genauso voll und das Thema heute ist Soße. Wie gut war ich denn Soßenbinder, habe ich gerade gesagt. Wie gut war ich denn gerade? Hallo? Was kann das mal... Soßenbinder mit Soße? Keine Ahnung, aber es hat genauso wenig damit zu tun wie Soest. Und es hört sich einfach genau gleich an. Deswegen, ich habe das Absurdeste gesagt, was mir in dem Moment eingefallen ist, und zwar Soßenbinder und du kommst mit Soest. Nein, ich hab nicht Soest, mit Zoo. Ach, Zoo. Ich dachte, du redest von der Stadt Soest, ey. Ja, deswegen dachte ich gerade. Soest ist nämlich auch die ganze Zeit voll. Da dachte ich so, okay, Stadt ist betrunken, super. Zoos sind an Wochenenden auch voll. Zoo, also wir reden von den Sachen, wo ich nicht hin darf, weil mit meiner Familie, weil sonst wahrscheinlich meine Mutter dort behalten werden würde. Nein, ich glaube, dich würden sie in Katzenkäfig zu Löwen sperren. Als Kuriosität ausstellen, oder? Als Kuriosität ausstellen. Ich werde ein Wasserspender. Ja, das ist doch echt nicht so schwer. Kriegst du Wasser, Mineralwasser in der Hand und dann. Genau. Haben Sie Durst? Nein, trinken Sie. Sie werden trinken. Nein, ob Sie wollen nein, oder nein. Nicht. Nein ist nein. Nein ist nein. Okay, Atomkraft, nein ist nein. Nein, nein. Atomkraft, ja, vielleicht. Kommt drauf an, also in Minecraft immer. Nein. Ja, auf jeden Fall Zoos. Das ist ja jetzt interessant. Zoos ist ja oft kontrovers diskutiert, weil wegen Tiere eingesperrt. Ich sag mal, das kann ich in einer gewissen Hinsicht verstehen, wenn man sich die Wilhelma in Stuttgart anguckt. Weil das Ding... War ich seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Ja, hat sich aber nicht geändert, weil die haben ja nicht mehr Platz. Wo sollen sie auch hin? Richtig. Das Beste ist, die Wilhelma liegt ja an der Straße mit den meisten Schadstoffen in ganz Deutschland quasi. Ja. Das ist eh das Beste. Direkt vor der alten Gala, gell? Irgendwie. Die alte Stuttgarter Gala ist da am Neckar. Bis ich verstanden habe, was die Wilhelma
ist. Hat es im Übrigen Jahre gedauert. Am ich Anfang dachte früher immer, Zoos heißen Wilhelma, weil der Zoo bei uns eben Wilhelma heißt und alle nur Wilhelma dazu sagen. Und ich dachte, ein anderes Wort für Zoo wäre Wilhelma. Bei uns in NRW heißt unsere Zoos Gisela. Ich geh zu Gisela. Wieso betrügst du mich mit Gisela? Das hat nichts mit dir zu tun. Ich mag einfach nur Nilpferde. Was? What? Nee, also, please, what? Ich hab's echt, als wir Miri und ich am Anfang zusammen waren, oder noch nicht, ich geh heute in die Wilhelma. Und ich so, was will die denn da? Wer ist denn Wilhelma? Und sie, ja, Wilhelma und so, kennst du nicht? Ich so, nee. Wieso, wo soll ich Wilhelma kennen? Was soll das sein? Also, man muss mal bei Wilhelma dazu sagen, ich war früher mit dem Kindergarten, ich war ja im Waldkindergarten. Können wir übrigens auch gerne irgendwann mal drüber reden. Das ist eine sehr interessante, weil ich glaube, ihr wart in konventionellen Kindergärten, oder? Ja. Ja. Ist auch, da ist schon wieder ein Phantombaum im Gras. Es war bei Schulausflügen und so immer cool, in die Wilhelma zu gehen. Nicht wegen der Wilhelma, sondern wenn man dann auch gleichzeitig noch ins Naturkundemuseum Rosensteinpark gegangen ist. Und der war cool. Weil die hatten das da zum Beispiel ein riesiges Mammut zum Beispiel auch. Die hatten da Dino-Knochen und Dinos aufgebaut und nachgebaut. Riesige Wale ausgestellt und sowas. Und das ist halt cool. Also jetzt Wale, Tiere, nicht die Dinger, die Erdogan fälscht. Also schon Tiere. Ja. Okay. Das war halt cool. Ja, war ich auch noch nicht. Aber in der Wilhelma war ich, glaube ich, bis jetzt wissentlich nicht so häufig. Aber Museen könnten wir auch noch. Kindergärten und Museen. Das gehört zusammen. Wir müssten eigentlich, ich glaube, so ein Museum wäre zum Beispiel so ein Ort, wo man mal unbedingt eine Autogrammstunde machen könnte, weil da ist ja sowieso die ganze Zeit so laut. Da stört das keinen. Ja, denke auch. Lauli wegschlagen! 3, 2, 1, Abschlag! Ich hab die Baumstämme genommen und ihn weggeschlagen mit dem Baseballschläger. Und Miri macht lieber einen Stunt. Boah, komm jetzt hier, du kriegst halt's Maul, kriegst noch die Rückhand. Batz! Mama Stapler, gib dir doch mal die Vorderhand hier. Was? Mama Stapler, bis Heile macht. Dankeschön. Oh, ich geb dir noch eine. Moment. Nein, ich schepper dir noch mal eine. Ja, komm ran, du Drecksbalk. Du hast schon wieder ins Bett gemacht. Komm her jetzt hier. Ja, Mama Stapler, nein. Was ist los hier? Los, Angriff. Batz. Ist das scheiße? What the fuck? Wieso habe ich durch so... Können wir noch momentan richtig über Themen reden? Ich finde, das ist schon möglich, aber das war gerade super geil. Mama Stapler mich verprügeln. Ja, das ist ein gutes neues Thema, häusliche Gewalt. Aber erstmal geht's um Käfighaltung. Ich habe dich ganz vorsichtig aufgerichtet, Kappa. Also es gibt bei uns hier im Ruhrpott einen richtig, richtig, richtig schönen Zoo. Der ist auch richtig, richtig großläufig. Ich finde Zoos in der Hinsicht... Guck mal, Miri, das ist noch ein Mini-Hölzchen für dich. Guck mal, den du so zersägt hast. ich finde Zoos in der Hinsicht gut, wenn sie Artenschutz betreiben. Also wenn es halt nicht die Möglichkeit gibt, dass sie in der freien Natur noch überleben könnten. Dann finde ich Zoos sinnvoll, oder sagen wir mal Reservats. Ich weiß ja nicht so genau, was wie... Ja, ein Reservat ist ja aber kein Zoo. Kannst du auch besichtigen. Ein Zoo ist ja, ja, aber ein Reservat ist ein Tierschutzreservat, wo bestimmte Gruppen dann zu Lernzwecken durchgeführt werden können. Aber die Hauptaufgabe von einem Reservat ist, eine Tier- oder eine Pflanzenart zu schützen. Die Hauptaufgabe eines Zoos ist, Umsatz zu generieren. Also ist ein kapitalistisches bzw. ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen. Beziehungsweise natürlich in dem Fall eventuell. Aber ich habe gehört, als, wenn du beim Zoo arbeitest, verdienst du ein Apfel und ein Ei. Das muss schon eine Herzensangelegenheit sein. Ja. Sagt ja auch keiner was, dass die Mitarbeiter viel verdienen mit einem Zoo. So ist es nämlich. Ja, aber das ist echt schwierig, ob man, also ich gehe gern in Zoos, ja. Weil da sieht man halt Tiere, die man sonst nur über Google oder so finden könnte. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht toll für die Tiere, eingesperrt zu sein. Gerade je enger, desto schlimmer. Aber wo will man die Grenze machen zwischen nicht mehr eingeengt und total eingeengt?
Also auf eine andere Sache bezogen. Ein Zoo, der Tiere auf zu engem Raum hält, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Streichelzoo oder sowas, wo 50 Tiere in einem Gehege sind, damit jeder gestreichelt werden kann und sowas. Sowas finde ich schrecklich. Zoos an und für sich, die auch einen kulturellen Hintergrund haben, so ein bisschen, um ein bisschen Kultur zu vermitteln, ein bisschen die Tiere zu vermitteln. Wenn die überwacht sind und in den Standards entsprechen, dann habe ich da nicht mal großartig was gegen. Tiere gehören in die Freiheit, das ist richtig und so weiter und so fort. Aber dementsprechend würde ich als Fleischfresser, als Nicht-Veganer oder Nicht-Vegetarier sowieso den absoluten Hippokraten raushängen lassen, wenn ich sagen würde, Tiere gehören in die Freiheit und mein Tier kommt aufs Brot drauf oder in die Suppe. Du kannst ja gerne jagen gehen, wenn du eine freilaufende Kühe jagst. Freilaufende Kühe? Ich bin mir nicht sicher, wie viele freilaufende Kühe es in Deutschland noch gibt. Also jetzt außerhalb auf Wochen. Immer halt außerhalb auf Wochenmärkten. Und Alter, ich schäber dir gleich eine hier, weit lang mal. Ja, aber echt, ey. Nicht wieder ins Gesicht. Halt's Maul, sonst kriegst du die Eiche. Ich war fleißig, Papa Stapler. Ja, war's gut. Also, warst du gut gemacht. Ja, finde ich auch. Dankeschön. Finde ich auch. Eigenlob stinkt. Geh dich verbuddeln. Hausarrest. Fies. Ich will keinen Hausarrest. Warte mal, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, muss ich dich ertragen. Eingesperrt sein, ja, Hausarrest. Genau. Tolle Überleitung. Ja. Komisch. Weißt du, interessanterweise ist die besser als deine IKEA-Überleitung. Moment. Ich war neulich bei IKEA. Das ist das nächste Mal, wenn ich vom Wurstbroten rede, fange ich auch an mit, ich war neulich beim Mediamarkt. Ja. Und da wollte ich mir ein iPhone kaufen. Da habe ich einen gefragt, wo denn die neuen iPhones sind. Und da hat er mir gesagt, das wäre ihm Wurst. Und da dachte ich direkt dran, Wurst aufs Brot. Da dachte ich heute an Brotbelag und Wurst. Was esst ihr denn so auf eurem Brot? Das sind doch perfekte Überleitungen, die wir hier schaffen. Gut. Ja, ist doch super. Ja, das stimmt. Ja, aber auf einer Seite, ne, so Tiere in Käfighaltung ist natürlich bei, kann man jetzt natürlich auch sagen, Katzen, die keinen Freilauf haben wie unsere. Ja, kannst du ja auch sagen, ja, das ist eigentlich auch nicht artgerecht, weil viele sagen halt, ja, Katzen gehören an die freie Luft. Muss ich aber dazu sagen, dass ich da sogar schon von vornherein Nein sagen würde, wenn ihr die Katzen nicht von einer Außenkatze, also von einer Straßenkatze reingeholt habt. Wenn eine Katze in einer Umgebung aufwächst, in einer kleinen Umgebung, also gerade auch vor allem so ein Stubentiger oder sowas, der wirklich schon jahrelang oder generationenlang auf Stubentiger sein hingezüchtet wurde, dann musst du den nicht unbedingt draußen liegen lassen. Aber das sagen viele. Viele sagen, das sind Tiere, die raus an die Natur gehören, an die frische Luft. Ich finde das auch nicht schlecht, Katzen freilaufen zu lassen. Aber nachdem uns eine Katze überfahren wurde, haben wir da irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Und außerdem haben wir Rassekatzen. Und Rassekatzen. Die sind eh weg, ja. Wenn du es rauslässt. Genau, du lässt es raus und dann denkt einer, ach, das ist aber eine schöne Katze. Das ist meine Katze. Die verkaufe ich bei eBay für 500 Euro. Tschüss. Das ist dann halt nicht mehr lustig. Ja, das ist halt echt nicht so schön. Also es ist uns jetzt nicht passiert, dass man uns unsere Katzen geklaut hat. Ich meine, wenn die Katzen auch genug Platz haben in der Wohnung, da kannst du natürlich nicht in einer Einzimmerwohnung unbedingt drei Katzen halten. Stell dir mal vor, bei Katze in der Wohnung hätte er noch Katzen. Ha! Aber ich meine jetzt noch mehr als nur eine. Okay, hier ist so ein Baumstamm, den man nicht sehen kann. Der liegt hier irgendwo auf dem Boden und ist unsichtbar. Wollte ich nur gesagt haben. Oh. Hinter mir irgendwo. Ja, ich denke, jetzt nicht gemerkt, wo das ist. Ja. Das sind die Unsichtbaren. Hier, ja, ist da. Hier ein Baum? Ja, genau. Ich kann ihn sehen. Also super. Was ist denn los mit euch? Dann kannst du den wegbringen. Aber ich kann nicht. Doch, du schneidest den kleinen, legst die kleinen Teile auf dein Pickup drauf, machst die Gurte an und los. Also, man muss dazu sagen, meine Mutter hat ja auch zwei Katzen. Eine dicke und eine coole. Und, Du die dicke? Bitte? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Ich auch nicht. Okay, also, nee, ich bin nicht die Dicke, um deine Frage zu beantworten, aber da haben wir schon mal die Frage, ob du ein Rückgrat hast, beantwortet. die leben momentan in der Wohnung, weil wir hier halt auch direkt an der Durchfahrtsstraße wohnen, ist halt klar. Ihr wart ja schon mal hier. Autobahn in der Nähe, es fahren doch relativ viele Autos hier durch. Und da will sie halt, dass die Tiere nicht hier rauslassen. Ja. Weil sie nicht überfahren werden sollen, zum einen.
Zum anderen ist die eine so treu doof, dass die wahrscheinlich 2 Tage von irgendjemand anderem angefüttert wäre und nie wiederkommt. Und das würde natürlich auch Herzen brechen. Katze, die jemand mit hergelaufen ist, bis sie umgekippt ist. Ja, also. Und dann im Tierheim gelandet ist. Wie viel Kilometer von uns weg? Ich weiß. Wir sind 1 Stunde gefahren, bis zu der Katze, um sie wiederzubekommen. Na, Essen, ja. In der Ruhrpott. Das war Käfighaltung auf übelstem Raum. Manche Tierheime sind da echt übel, ne? Ja. Das müsste man ehrlich gesagt mal machen. Man müsste sich ein Tierheim raussuchen, wo man unterstützen möchte. Und müsste denen Geldmittel zur Verfügung stellen. Dafür mal einen Spendenstream machen, zum Beispiel. Das hatten wir sogar schon mal vor, mit unserem Katzenschutzbund hier vor Ort irgendwie da Videos zu machen. Ja, genau. Ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich hab da so erzählt, der sagt, ja, das könnte man ja machen und so. Aber man kann halt nicht garantieren, dass die Tiere aus Arnsberg dann vermittelt werden, weil die ein Video von Arnsberg machen, sondern wäre eher ein Aufrappeln der allgemeinen Gesellschaft, mal darüber nachzudenken, lieber Tiere aus dem Schutzbund oder aus einer Pflegestelle zu nehmen, anstelle ein neues Tier zu kaufen. Aber wir dürfen euch gar nicht sagen, weil wir unsere kleinen Katzen, unsere Rassekatzen natürlich auch verkauft haben. Ja. Aber ich will auch nicht 7 Katzen hier haben. Und ich meine, ich will schon, aber ich will die Arbeit nicht haben. 7 Katzen. Über 7 Katzen musst du gehen. Okay, danke schön für diesen positiven Beitrag, Katze. 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein. Aber einmal auch das Merch kaufende Zuschauerlein. Hi, mein Name ist Katze von Elbster.de. Es gibt jetzt Fies-Merch. Ja, es gibt jetzt Fies-Merch. Wenn ihr dieses Lied auch fies fandet, dann schaut mal bei Fies vorbei. Aber das ist eine optimale Gelegenheit für Miri, die Folge zu beenden. Genau, ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Ihr könnt auch gerne weiter Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ansonsten guckt bei Baloo und oder Katze vorbei und macht es gut. Und bleibt schön voll Rio. Voll Rio.